Als der dann mit seiner Hamstergeschichte da zu Ende gemeckert hat, da habe ich gedacht, so gut, fahre ich mal andere Stimmung auf und rette das irgendwie und tische endlich unser Essen auf. Bevor du hier reinkommst, tue ich erstmal den Hamster weg. Mach das. Der hat einen Schock fürs Leben. So. Was regt er sich da auch wieder auf? Jetzt sollen wir uns hier diese Bremsklötze reinziehen oder was? Hoffentlich sind die vernünftig gewürzt. Hab ich. Geh mal durch. Sehr freundlich. Der ist eh schon hin. Hast du auch ganze Leistung gemacht, wie du den weggezaubert hast. Aber ich esse die Schnitzel nicht. Du kannst das Zeug futtern. Dann gib mir lieber das. Das ist das kleinere Übel. Echt. Sie riechen schon so eklig. Worin hast du die? Bier doch einfach mal. Ja, das riecht total komisch. Ich habe die Konsistenz noch nie gesehen bei so einem Pfannkuchen. Jetzt weiß ich, warum es so komisch schmeckt. Warum? Und der trieft irgendwie voll fett. Da war nicht viel drin. Stößt voll auf von dem Zeug. Schmeckt er wenigstens einigermaßen. Soll ich dir jetzt nicht wirklich sagen, oder? Weiß irgendwie ist da was. Ich hab Bauchschmerzen. Du hast den ganzen Ärger, weißt du das? Mein Gott, wenn du dich auch immer gleich so aufregst. Ja, kann ja nur so. Schnell aufregen, lass das mal andere Leute. Wenn du bei fremden Leuten sowas machen würdest. Also. Ja, die regen sich vielleicht nicht. Keiner würde dir das durchgehen lassen. Kein einziger. Meinst du? Mal los. Nimm mal da weg. Sag mal, was ist hier denn los? Da ist meine geheiligte Asche reingefallen. Hast du noch einen Augenzaun? Was hast du denn hier mit angestellt? Ja, wenn du so ein Billigding holst. Billigding? Ich mein, das hat für mich 10 Jahre gereicht. Ja, aber da ist meine heilige Asche reingeflutscht, wie du siehst. Da gibt's eine Öffnung für. Ja, es ist nun mal jetzt passiert. Passiert? Gleich passiert auch noch was, das sage ich dir. Und sieh mal zu, dass du für mich einen Eimer holst. Ein Eimer? Boah. Wo ist denn ein Eimer? Als ich dann diesen Klodeckel gesehen habe, mit diesem Durchschussloch. Ich konnte mitten in die Schüssel gucken, obwohl der Deckel zu war. Das sah aus wie im Western. Wie war auch eine Kulz oder sowas. Der kauft da diesen Billig-Scheiß da vom Klodeckel. Ich meine, mir ging es um meine heilige Asche, die ich da verloren hatte. Und der regt sich wegen dem Klodeckel auf. Dani! Ja? Ich brauch Klopapier! Ich komm da jetzt nicht rein! Ja, das wirst du wohl müssen! Du verpestest hier alles! Du hast das letzte Klopapier verbraucht! Ich hab noch 2 Plättchen! Ja, du stinkst! Ja, ich nicht! Dein scheiß Zeug da, oder was? Ja, du kackst hier, nicht ich! Ich bin immer noch am... Boah! Dani, jetzt mach hinne da! Ich such doch schon! Boah. Ich such ich doch schon! Ich hab Bauchschmerzen noch dabei! Ja, jetzt stell dich nicht an, ich such doch schon! Was ist das denn? Ups! Sie rannte dann wie wild durch die Bude, ich hörte nur irgendwas poltern und dann macht es auf einmal einen Rums. Da habe ich gedacht, die wäre durch die Decke gebrochen. Wo bleibt denn mein Klopapier, verdammt nochmal? Nimm das Handtuch, ich habe nichts anderes. Was ist das denn hier? Ich nichts anderes. Was war das für ein Knall da draußen? Ja, ist jetzt egal. Wie ist egal? Da ist überhaupt nichts weg. Jetzt warte mal. Du den Scheiß, jetzt habe ich meine Zauberkraft wegen dir verloren. Deine Zauberkraft? Ja. Echt super, weißt du? Mit so einem Dübel hier oder was? Ja, das kann ich angehen. Weißt du, dass du mir jetzt Klopapier... Jetzt darf ich wieder in den Laden gehen, in diesen Esoterikladen. Zum Glück hat die Frau gesagt, dass es Stunden gibt. Bist doch wohl bescheuert, ja, ey. Und ich brauche Klopapier. Habe ich jetzt nicht da. Super. Beleidigt haut sie ab und meinte, sie hätte wieder irgendwelche Zauberkräfte verloren. Ich glaube, da war sie wieder auf dem Weg zu irgendwelchen Schlagsahneorgien. Ich werde jetzt zu der Frau in dem Laden gehen. Ich meine, die hat ja schließlich gesagt, dass sie diese Stunden gibt. Und irgendeiner muss mir ja helfen. Und da ja sie das angeboten hat, werde ich da einfach vorbeischauen und meine Kraft zurückholen. Ich habe am Tag vorher ja das Räuchern gemacht und es hat ja nicht mehr so gewollt, wie ich wollte. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich habe meine Kräfte verloren und bin deswegen zu der Frau in dem Esoterikladen zurückgegangen.
diese Kraftlosigkeit, die kommt jetzt daher, sie sind so wie in so einem Stau. Ja? Das heißt, die Kräfte kommen nicht raus. Was sie brauchen, ist eigentlich so ein Schub, dass sie in die Gänge kommen, dass sie so richtig in die Pötte kommen. Vielleicht können wir eine Energieübertragung machen, wenn sie das möchten. Können wir machen. Gerne. Die Reiki-Energie wirkt da, wo sie gebraucht wird. Und ich bitte einfach Gott oder halt eben meine Helfer darum, dass die sie darin unterstützen. Als sie ja fertig war, ich dachte schon so, gut, meine Kräfte sind bestimmt wieder da. Dani, ich habe Ihnen hier nochmal einen Stein rausgesucht, ja, der das fördert, dass Sie Ihre Kraft nach außen bringen. Und der Stein wird Sie dabei unterstützen. Dankeschön. Und hier habe ich nochmal einen Stein für Sie rausgesucht, der Ihnen Schutz bietet. Die Frau hat mir ja noch zwei Steine mitgegeben. Der eine war ja für den Schutz. Gut, kann ich gut gebrauchen bei den ganzen Sachen, wie Dirk mich immer zusammenscheißt. Und das andere ist halt für die Fähigkeiten, dass ich endlich aus mir rauskomme. Was machst du da? Was soll ich da machen? Ich habe deine Sachen schon mal runtergetragen. Meine Sachen? Was willst du mit meinen Sachen hier? Ja, die gehören in deine Wohnung. Sollen sie nicht mehr sein und ich habe sie schon mal runtergetragen. Sonst hättest du sie schleppen müssen. Bist du irre? Wo soll ich bitte hin? Du kannst mich jetzt nicht hier irgendwo hin verfrachten. Kannst das schon mal nehmen hier? Ja. Also ich brauche die Hand frei. Und jetzt zeige ich dir mal eben, wo wir hingehen. Ich zeige dir mal was. Ich will aber nicht. Komm mal mit, komm. Komm mal mit. Ich habe mir dann heute Morgen ja den Wohnwagen geholt, habe den schon abgestellt. Und dann kam Dani gerade um die Ecke, wo ich die Klamotten rausgeschlürt habe. Habe einfach alles in die Säcke gepackt wieder und runter damit. Wo willst du mich hinschleifen? Siehst du das nicht? In das Loch. Was für ein Loch? Das ist ein Wohnwagen. Das ist kein Wohnwagen, das ist eine Krankheit. Du hast ein Dach über dem Kopf. Willst du noch was anders haben? Vielleicht eine Decke und irgendwo eine Parkbank? Da ist das ja wohl tausendmal mehr wert. Ja, du weißt, dass Gizmo da verschwinden kann. Ich habe doch keine Campingkatze, ich habe eine Wohnhauskatze. Ich meine, was soll ich? Meine Katze kann sonst was passieren in diesem Wohnwagen. Ich hab ihr gesagt, dass ich die Katze dann mit aufnehme, weil im Endeffekt besser die Katze als sie, weil das kann kein Feuerzeug benutzen. Pass auf, ich zeig dir das Ding erstmal, guck dir den Scheiß da drin an. Du kannst ja nicht nur die ganze Zeit hier... aufgehen sollte es. Ja, also tu da auch. Ja, ich sehe es, wie es aufgeht. Ja, du musst dich damit befassen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. So, geh auf Seite. So. Das ist auch noch deins mit dem ganzen Scheiß. Na super. So, guck's dir an. Na super. Bevor du hier die ganze Zeit nur rummotzt, guck's dir lieber erstmal an. Das Loch soll ich? Das ist dein neues Zuhause. Guck's dir das mal an. Ist doch in Ordnung. Tolles neues Zuhause. Ja, wie tolles neues Zuhause. Aber es stinkt nicht nach Qualm. Du kannst mich hier nicht abstellen. Ich tue dich hier gar nicht abstellen. Ich habe den Wohnwagen hier abgestellt. Und das war's. Ja, und mich dazu. Ja, du hast aber jetzt ein Dach über dem Kopf und ich habe keine Lust. So oft, wie das Ding bewegt. Weißt du, wie viele schlechte Schwingungen hier drin sind und schlechte alles? Schlechte Schwingungen? Ja. Das ist mir scheißegal. Weil weißt du, was da drin alles rumrollt? Da sind so viele Dämonen drin. Da kann ich einfach nicht bleiben. Wenn da Dämonen sind, dann passt die doch super in den Wagen rein. Ich habe nur die Befürchtung, dass da nachts die Dämonen bei mir zur Tür rankommen, schellen und sich beschweren, was ich denn da für eine Tuss ins Auto reingetan habe. Und wo du dran denken musst, erstmal, dass dieses Ding hier nicht zerstört wird, der darf noch nicht mal ein Krümmelchen drin bleiben. Ja. Der ist geliehen von einem ganz guten Kumpel von mir und der hat mir das wirklich aus Freundschaft hat er mir den geliehen. Und wo du dich ganz dringend dran erinnern musst, wenn du den abstellst, immer diesen Klotz und noch einen anderen Klotz, der ich schon da hinten in der Nähe, mit drunter tust, sonst fällt dir das weg. Das ist ein älterer Wohnwagen. An was soll ich bitte noch alles denken? Gut, dass du sagst. Wieso? So, guck mal nach vorne rüber. Das hat mir der Sigi gesagt, da ist eine Campingtoilette. Aha. Auf keinen Fall benutzen. Ja, wo soll ich bitte mein Geschäft dann machen? Das ist mir egal. Du kannst von mir aus fragen, wo du willst. Hey, weißt du. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, dann hat die Frau mir im Laden gegeben. Kohle? Verkaufen die jetzt auch schon Grillkohle da? Das ist zum Schutz da. Zum Schutz? Ja. Das ist doch Kappes. Du kannst hier drin wohnen und gut ist. Ey, weißt du. Feierabend. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Das kannst du jetzt aber nicht machen. Für mich hat sich die Sache erledigt. Sieh zu, wie du fertig wirst. Ich hoffe nur, dass sie da bloß nichts an dem Ding kaputt macht. Weil ich habe Sigi versprochen, dass das Ding wirklich ohne einen Kratzer zurückkommt. Ich soll nichts kaputt machen. Ich meine, hallo, ich passe immer auf die Sachen. Mir muss man sowas nicht sagen.
oh, 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 oh. Hierhin. Wenn er mich schon in dieses Loch steckt, dann muss ich wenigstens mit meinem Tensor gucken können, wie ich den hinstellen kann, damit ich diese bösen Schwingungen los habe. Was denn? Mal, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun oder was? Ja, ich kannst muss du hier nicht die Straße blockieren, du Brockenhexe. Ja, tut mir leid, ich muss sie da hinstellen, das geht nicht ja, anders. Ja, das geht nicht, das ist eine öffentliche Straße. Na und? Müssen sie da rumfahren? Ja, wie soll ich denn hier rumfahren? Soll ich auf dem Feldweg fahren? Du kannst auf dem Feldweg deinen Wohnwagen aufstellen. Ich meine, das ist eine Straße. Ich meine, oh Gott, kann man ein bisschen fahren. Ja, zieh den zurück und zieh den an den Rand von der Straße, meinetwegen. Ich glaube, ich muss den da hinstellen. Ja, ich kannst du vergessen, ich hole die Bullen. Ich kann, die Bullen. Ja, weißt du, ja, ist okay. Mann. Na, damit sie Ruhe geben. Ich durfte ihn da dann nicht hinstellen, weil der ja so gehupt hatte. Und wenn ich das schon nicht darf, dann muss ich wenigstens dementsprechend auch, dass ich mich wohlfühlen kann in diesem Wohnwagen, schön dekorieren und auch ausräuchern. Ich habe mich ja schon irgendwie erschrocken, als ich da diesen Traumfänger im Wohnwagen da aufgehangen habe, da mit dem Eck. Ich meine, der ist richtig böse umgekippt, aber gut, konnte ich jetzt auch nicht ändern. Muss ich halt einen Schritt zurückgehen, dann war ich wieder in der richtigen Position. Das mit dem Räuchern hat ja wirklich super geklappt. Da war so eine schöne Rauchentwicklung. Da habe ich richtig mich wohlgefühlt und auch diese positiven Energien gespürt. Dann habe ich diesen Vibrationsstab gefunden. Ich habe das Ding auch noch nicht ausprobiert, also habe ich einfach mal gedacht, gut, testest du mal. Oh.